Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in EFC24 in der Spielerkarriere. Und warum wird da Finnland angezeigt? Ist das ein Bug oder ist das in Ordnung so? Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich gerade im Lautern-Trikot. Ja, vielleicht Anzeige-Bug oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Ist ja auch okay, dass weg ist. Kopfballtor und Tor ins obere Eck, dann könnte ich bei Lautern verlängern. Ob ich das tue, ja, steht noch nicht fest. Ich hoffe, man hört mich auch, obwohl der Wasserkocher läuft, aber. Ja, vielleicht wird ja später mal so im Wasser kochen, aber oder den Part, aber scheiß drauf. Ja, wir gehen rein gegen Darmstadt. Wobei, ich will mal sehen, wie es mit den Highlights läuft und kommen wir auch ein bisschen mehr voran und so. Dann können wir nämlich zwei Spiele mitnehmen statt eins und ja, Tore muss ich ja nicht für Vertragsverlängerung schießen, also. Außer halt für den Bonus natürlich mit Kopfballtor und was war's anderes, ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's mir nur eine Millisekunde überflogen eigentlich. Kann man sagen, also klar, für euch war es halt angezeigt, aber für mich war es halt einfach nur kurz überflogen. Und ja, ich denke Darmstadt, die kann man auch mal wegdrücken so. Weiß ja nicht, ob die so beliebt sind so. Und wenn, ist mir egal. Ich meine, mir ist ja auch egal, dass Leipzig gehatet wird, also sofern ich das mitbekomme, werden die größtenteils gehatet. Ich weiß nicht, ob es Leipzig-Fans gibt oder nicht. Aber was ich mitbekomme, ist, dass sie halt sehr gehatet werden und ich weiß auch gar nicht, was die Ziele sind. Ah, shit, deswegen hätte ich nicht wegdrücken sollen, ich Trottel. Weil jetzt muss ich zwei Tore schießen. Sonst hätte ich das am Pass optimieren können, ich Dummkopf. Das könnte scheiße sein. Ah, verdammt. Das war eine gute Gelegenheit. Und in den Highlights bekommen wir nicht so viele. Scheiße. Ja, ich glaube, das wird nichts mit. Ich bin glücklich, wenn ich hier ein Tor. Ja, genau. Ist klar, EA. Ist klar. Der hat ja nur Dribbling auf 99. Davon habe ich nichts gesehen. Da hat meine Oma noch besseres Dribbling als der Typ. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was mit meinem Controller los ist oder mit meinem Spiel oder was auch immer der dafür Faxen am Machen ist. Ich weiß nicht, was da los ist mit meinem Char. Tja, enttäuschend. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Char da los war. Oder mit meinem Spiel oder Controller oder was auch immer. Liegt das daran, dass er runtergefallen ist vorhin? Er ist mir halt auch sehr. Also, ich wollte den und die anderen halt um den Schrank holen. Und ist er mir halt runtergefallen. Aber ich dachte nicht, dass das so einen großen Impact hat, weil es passiert mir halt leider schon mal, dass die aus der Hand flutschen. Oder um den Schrank. Das ist halt. Ja, leider manchmal der Fall. Ja. Ja, wenn es so weitergeht, muss ich halt den vorherigen Controller nutzen. Aber. Ja, dann habe ich ein ordentliches Handicap, so oder so. Wenn das leider so ist. Na, mal gucken. Wann ich mehr in der Lage, wann ich mehr einen neuen holen kann. Mal gucken. Ja, heute hatte ich mir auf jeden Fall von Meckes gegönnt. Das war cool. Mal wieder nach langer Zeit ordentlich gegönnt. Mit einem, dem einzigsten Burger, der mich eigentlich interessiert. Und Pommes, das war. Oh, yummy, yummy auf jeden Fall. Ja. Ich habe Kollegen damit auch crazy. Gemacht, wo ich gesagt habe, so, ja, ich war bei, also mal, das ist schon länger her, aber auf jeden Fall habe ich halt gesagt, so von wegen, ja, ich war bei Mc's und so, wegen einem einzigen Burger und der so, ja, aber wie heißt dieser Burger und so. Und ich habe es ihm bis heute nicht verraten. Glaube ich, zumindest. Ich meine, das habe ich ihm bis heute nicht verraten. Ah, gut, ne? Ja. Ich sag mal so, ne? Je weniger man über mich weiß, desto besser. Deswegen werde ich das für mich behalten. Ich kann nur sagen, es ist etwas, was, ja, wenn man, selbst wenn man mich kennt, einen überraschen würde. So viel kann ich dazu sagen. Lies ein Buch eines reichen Unternehmers, ja, von mir aus. Weil, ey, Profit, das würde ich sogar in Real Life theoretisch lesen. Wenn es mir weiterhelfen könnte, wenn ich davon überzeugt wäre, natürlich. Und cool, dass hier auch neue Dinger kamen in der letzten Saison mit Shop und ich weiß nicht, was wir da neu hatten, aber hatten da ja ein bisschen was Neues gehabt. Ja, genau, Sprachlehrer, glaube ich, hatten wir neu. Und ja, gute Sache, wir sind auch fast weiter. Achso, das haben wir alles schon. Gut. Wobei ich das echt die ganze Zeit spammen würde mit den Tierschutz-Dingen. Weil Tiere sind die besten, so. Sag ich, es ist. Ja, halt die Schnauze, spiel doch selber mal Highlights-Trainer. Dann sagst du nur mal, ich bin enttäuscht von dir. Mama, wie viel habe ich? Freigeist? Also ich weiß nicht, ob ich bei Freigas noch was holen kann oder nicht. Na, wie auch immer. Besser zu viel als zu wenig. Deswegen machen wir auch weiter direkt mit den Spielen. Weiter gegen Fürth geht es natürlich auch in die Highlights rein. Ob das so eine Idee ist, wer weiß.
ob das so eine gute Idee ist. Meine 70er Gesamtstärke. Also ich habe im Kommentar auch gelesen, da hat eine Person in der zweiten Saison, die läuft noch schon eine 86 oder 90, also eine richtig krasse Gesamtstärke. Und deswegen habe ich das halt so gemacht, wie ich es gemacht habe mit meinem Char, weil ich wollte halt nicht, dass er zu krass ist. Ich finde die 70 schon zu krass. Ich meine, wir haben erst eine Saison hinter uns in der dritten Liga und das ist die zweite Saison, sind wir gerade in der zweiten Liga. Also das ist mir schon zu viel eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber naja, jetzt ist es, wie es ist. So. Und wir machen das Beste draus. Und wo ich halt auch nicht weiß, was ich in der Wölfetrainerkarriere, was das Beste draus machen heißt oder auch hierfür, wenn irgendwas mit meinem Controller ist. Und inwiefern da Auswirkungen sind, weil das war wild beim Dribbling. Ich weiß nicht, ob irgendwas ist mit meinem Spiel, mit meiner Konsole, mit meinem Controller, weil es wurde nicht das gemacht, was ich machen wollte. Und ja, ich hoffe, das hat keine zu großen Auswirkungen auf das Spiel. Ja, größte Vermutung ist, dass mit meinem Controller was nicht in Ordnung ist, weil er halt runtergefallen ist. Aber ja, so krass war es jetzt auch nicht. Und naja, hatte ich halt schon ein paar Mal. Und naja, ist wie es ist. Machen wir einfach das Beste draus. Wie immer, das Beste. Mein Leben kann man eigentlich beschreiben als das Beste aus schlechten Möglichkeiten machen. Und wir liegen zurück gegen Fürth. Passt doch perfekt zu dem, was ich gesagt habe. Ne? Passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich gesagt habe, mit dem Besten aus schlechten Möglichkeiten. Ich kann keine Ecken mehr schießen. Ich weiß nicht warum. Deswegen machen wir das so. Und dann. Ah, okay, jetzt funktioniert das. Aber vielleicht hätte ich auch L1 und R1 mitdrücken muss, wie ich sonst immer beim Dribbling mache. Aber ich dachte, das geht auch so fit, ging es nicht im letzten Spiel und hier geht es auch nicht fit und ich muss ein Tor machen, ne? Ja, ein Tor mindestens und 7,0, okay. Ja, ich würde hier gerne auch Punkte mitnehmen, aber ob wir das schaffen gegen Fürth, nee. Wo ich das gerade sage, sehe ich 2-0. Ja, aber es war halt klar, Fürth ist halt ein krasser Gegner und ich hätte gerne ganz gegen die gespielt, aber. Ist okay, dazu man halt wenigstens nicht nur einmal Highlights hier im Part mit hat. Das wäre dann doch mir zu wenig. Und ja, ich werde da umgenietet, aber der Ref ignoriert es vielleicht. Keine Ahnung. 3-0. Ja, die Partie ist gelaufen. Außer wir kriegen viele Szenen und ich kann aufdrehen. Aber ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch irgendwas mitnehmen. Und ob ich mein Tor bekomme, das ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also das wäre, was ich noch so. Ja, wird der Ball weggespitzelt und. Ich hasse diese Highlights. So. Du kriegst vielleicht eine Chance und dann ist vorbei. So. Und ich dachte eigentlich so von dem, was ich so gesehen hatte, so bei Karrieremodus-Tubern, so die im deutschsprachigen Raum, so bei Bekannten, so, ja, das geht voll fit und so, Spielerkarriere-Highlights zocken, für den Arsch, ey. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da einfach nur gute Parts erwischt habe, sage ich mal. Oder falsche Erinnerungen hab oder so, aber die sind ja voll für den, also nicht die YouTuber für die Tonne, sondern die Highlights, also ja, egal. So ist es halt, Sportpark Ronhof haben wir verloren bei Fürth und ja, wir müssen das Beste draus machen. Ich hoffe, der Trainer geht mir nicht zu sehr auf den Zeiger, sonst klatsche ich den mal weg. So, weil, was will der eigentlich von mir? Ich bin der Starspieler hier. Ich bin dem seine Erfolgsgarantie. Da kommt mir blöd oder wie? Soll ich ihn mal wegtreten, Leute? Ja, gerne in die Kommentare schreiben, ne? Mit Überraschungssieg gegen Lautern, was soll das heißen? Die waren der Fave, so. Ich meine, das ist Fürth. So. Die waren in der letzten Zeit in der ersten Liga. Und wir nicht. Und wir sind auch abgerutscht auf die 12. Heilige Scheiße. Wir waren mal unter den ersten. Zu Beginn hier. Ja, nächste Partie gegen St. Pauli. Ich hätte die gerne noch mitgenommen in den Part, aber ich weiß nicht, ob das dann zu lange gehen würde. Ja, deswegen beenden wir es einfach mal und sehen uns beim nächsten Part vielleicht wieder. Ciao, Leute.